Hallo, seit ich ein kleiner Bubi begleite mich Ihre Musik, die Musik von der Frassin Jardi. Ja, ich freue mich, bist du einmal mehr wieder in Geiss, Frassin? Wie gern bist du hergekommen? Wie soll ich sagen? Es ist so ein Homecoming für mich, ein bisschen, weil jetzt bin ich schon das dritte Mal da. Und so wie ich gehört, bin ich die Einzige, die dreimal da war. Und es ist wirklich immer eine Riesenparty. Es sind so liebe Leute da, die ich eben auch schon wirklich seit langem kenne und immer wieder gerne treffe. Und einfach die ganzen Veranstalter und auch die da arbeiten. Und so, es ist einfach so ein Heimkommen. Es ist ein Heimkommen, aber wahrscheinlich nicht nur da, weil ich meine, du bist seit Jahrzehnten im Geschäft. Wie schafft man es, so lange in diesem Business vorne mitzuspielen? Man muss es einfach mit Liebe machen. Ich glaube, wenn man etwas mit Liebe macht, dann ist es meistens so erfolgreich und dann kommt es, glaube ich, auch so über bei den Leuten. Und ich singe einfach wahnsinnig gerne. Und das, mein Job macht mir unglaublich viel Spass, immer noch, auch nach 23 Jahren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was es einfach auch braucht. Und dann braucht es viel Glück, es braucht ganz tolle Leute um sich herum, die mich unterstützen, weil alleine kann ich das auch nicht machen. Und das habe ich alles und bin sehr, sehr dankbar für das. Und das Herzblut spürt man dir natürlich auch an. Jetzt gerade für euch Künstlerinnen und Künstler war es eine schwierige Zeit. Steht man jetzt so noch lieber auf Bühne als vielleicht vor zwei Jahren? Ja, es war nicht eine schwierige Zeit. Es wird jetzt gerade wieder schwierig. Also ich habe jetzt alle Konzerte wieder abgesagt in Österreich und Deutschland. Da läuft wieder nichts mehr. Es ist sehr, sehr schwierig. Und nicht nur für uns Künstler, sondern auch für Techniker hinten dran, für die Caterer, für einfach alle, die es braucht für so eine Veranstaltung. Es ist immer noch eine wahnsinnig schwierige Zeit. Und jetzt hat man so das Gefühl, jetzt können wir ein bisschen loslegen und jetzt ist wieder alles nichts mehr. Und das ist halt wirklich... Das ist echt so eine kleine Probe, die wir da drauf gestellt werden, dass man da Motivation behalten kann und kann weiterziehen, ist wirklich schwierig. Und darum ist so ein Abend wie hier in Geiss ist unglaublich wichtig jetzt für uns ganzen Techniker und Leute hinten dran. Es ist wirklich, es ist, wie soll ich sagen, wir werden das heute sicher noch mal so richtig genießen, wo ich weiss nicht, wie lange es noch wird gehen. Also ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du die Motivation behalten tust. Bei dir kann man ja sagen, einmal Schlager, immer Schlager. Ja. Hast du nie den Wunsch, mal einen anderen Musikstil auszuprobieren? Nein, warum sollte ich? Also ausprobiert habe ich ja alles. Ich habe klassischen Gesang studiert, ich habe Jazz gemacht, ich habe Gospel gemacht. Ich habe bei Sing mein Song habe ich Pop gemacht und Rock gemacht. Und alles. Ausprobieren ist immer lustig, aber das Herz, das ist beim Schlager, ist ganz klar. Du sprichst gerade das Herz an, Herzfarben lautet ja auch der Titel von deiner aktuellen CD. Wie wichtig ist für dich das Herz bei Entscheidungen? Das ist das A und O. Ich entscheide mich nur noch nach dem Herz, weil mir der Verstand nicht das kann sagen kann, was möglich ist mit dem Herz. Und darum entscheide ich mich nur mit dem Herz und was für mich das Herz und mein Bauch stimmt. Und das ist ganz wichtig geworden für mich. Jetzt steht dir eine grosse Fernsehkiste wieder bevor, nämlich Ende Jahr, Silvesterparty, wo du moderierst mit Jörg Pilawa. Auf was dürfen wir uns freuen? Oh, es ist so genial. Also wir haben so tolle Künstler. Wir haben Andrea Berg, wir haben Maite Kelly, wir haben Santiano, wir haben der Loco Escrito, wir haben so viele tolle Künstler, wir haben ganz viele Spiele wieder dabei. Es wird eine ganz lustige, sehr kurzweilige Sause werden. Also das freue ich mich extrem drauf und da muss man einschalten. Also wir wissen alle, was wir dann machen, 31. Okay. Völlig klar. ORF 2, Schweizer Fernsehen, einfach drauf bleiben. Also, schön bist du jetzt hier in Geiss, Frassin. Ja, danke vielmals und einen guten Auftritt nachher. Vielen Dank, ja, freue mich.